Traditionell trafen sich auch in diesem Jahr die Straßenläufer zu den Naumburger Sporttagen. Der Straßenlauf wird jeweils samstags durchgeführt, während der Sonntag den internationalen Gehern vorbehalten bleibt. In diesem Jahr holte sich bereits zum dritten Mal der Hallenser Fabian Borggräfe den Titel des Landesmeisters über 10 Kilometer. Mittlerweile gehört es zu meinem Leben, das ist Lebenseinstellung, Körperbewusstsein, Leistungsfähigkeit, mal an seine Grenzen gehen, auch wenn es mal keinen Spaß mehr macht, sich überwinden, danach schmeckt die Bratwurst umso leckerer. Ich habe sicherlich davon profitiert, dass heute vielleicht der eine oder andere nicht da war, aber wer nicht an der Startlinie steht, der kann dann auch nicht gewinnen. Zum Gewinn reichte ihm eine Zeit von 32 Minuten 28, heftig angefeuert von den Zuschauern auf den letzten Metern. Also ich komme immer sehr gerne nach Naumburg, jedes Jahr. Das ist hier Landesmeisterschaft, das ist herrliche Stimmung. Rundkurs, 10-mal eine Runde laufen ist vielleicht jetzt für den Kopf nicht so einfach, aber es ist für die Stimmung hier natürlich besonders schön für die Zuschauer und das macht dem Läufer dann natürlich auch mehr Spaß. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Genauso viel Applaus wie der Landesmeister erhielt der älteste Teilnehmer des Feldes. Mit Baujahr 1934 ging Walter Mattes an den Start. Der älteste Teilnehmer hat sich schon daran gewöhnt, dass er oftmals der älteste Teilnehmer ist. Heute war es besser als im vorigen Jahr, da war es sehr heiß. Das Kiel hier war richtig von Freude, man konnte bis zum Ende durchziehen. Naja, mein Hauptziel war heute, unter einer Stunde bleiben. Das war der Kampf. Das war der Kampf. Und ja, 57, voriges Jahr hatte ich 56. Eine Minute Verschleiß ist zu ertragen. Der ehemalige Orientierungstaucher begann nach der Wende mit dem Laufsport. Weil die Gesellschaft für Sport und Technik aufgehört hat, Wettkämpfe zu machen. Ja, ich war dort Orientierungstaucher. Deshalb auf der Straße erst und dann zur Leichtathletik gekommen in Halle, sodass ich laufen muss von 60 Meter bis Halbmarathon. Alle Strecken muss ich machen. Laufen will er noch eine Weile. Die Altersklasse 85 ist sein nächstes Ziel. Beachtlich ist auch sein Trainingspensum, ohne dass solche Ergebnisse nicht zu schaffen sind. Also zweimal haben wir Originaltraining im Stadion jetzt, im Winter in der Halle. In der Woche, ja. Ja. Und da muss ich schon noch drei Abende rennen. Das Wochenende ein Wettkampf, dann bleibt ein Erholungstag. Dass er der Älteste ist und sein Laufstil vielleicht nicht mehr so kraftvoll wie bei den Jüngeren ist, nimmt Walter Mattes mit Humor. Kürzlich saßen wir am Rand. So rennt mein Opa, sagte er. Und da waren die 10 Jahre. Ich weiß nicht, wie alt deren Opa war. Er war auch gleich 60. Das kühle Wetter kam den Läufern in diesem Jahr sicher entgegen. Doch etwas mehr Publikum wäre ihnen und den Organisatoren zu wünschen gewesen.